Haut man ihr den Dialekt schon mal abgewöhnen wollen? Den musste ich mir abgewöhnen. Ich bin ja dann auf die Schule gekommen, aufs Gymnasium. Da ist ja klar, dass man sich den Dialekt dann abgewöhnt. Und dann kam noch hinzu, mein Vater war Berliner. Ich bin mit zwei Dialekten aufgewachsen. Das Fränkisch meiner Mutter, das Berlinisch meines Vaters. Und wir sind dann oft nach Berlin gefahren, Verwandte besuchen, Großtanten. Die haben mich immer nicht verstanden. Was für ein Fränkisch sprechen Sie jetzt eigentlich genau? Ja, es ist ein... Wir haben das immer als Land-Nürnberger Dialekt der ostfränkischen Mundart bezeichnet. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Bezeichnung. Unser Dialekt ist ostfränkisch, weil fränkisches Sprachgebiet, das geht ja bis rüber ins Saarland, das Westfränkische. Und da ist unser Ostfränkisch ist noch zu 50% nordbayerisch, also stark von der Oberpfalz beeinflusst von Nordbayern. Was macht denn unser Dialekt da so aus? Zum Beispiel diese Laute, die manchmal hier in Nürnberg schon aussterben, die aber draußen in dem Nobergsland immer noch gibt. Zum Beispiel das A und O, Low, oder das berühmte prälabiale L, das fränkische Waffel-L. Stirbt Fränkisch einmal aus? Das ist durchaus möglich in einer globalisierten Welt. Vielleicht stirbt zuerst der Dialekt aus, dann das Deutsche. Und dann gibt es irgendwann sowas wie eine Global Speak. Warum heißt es denn, dass wir Mumpflot sind? Es hat was mit der Sprachmelodie zu tun, der Fränkischen. Es geht immer nach unten. Wenn zum Beispiel Italienisch, die Sprachmelodie geht immer nach oben. Und Fränkisch geht immer so runter. Das ist so die fränkische Sprachmelodie. Und insofern denkt man dann, die sind ja alle unfreundlich, mumpflig. Was kennen wir Franken besonders gut? Der Franke fragt nach, erst einmal, bevor er überhaupt was macht, der fragt nach. Aber wenn er was macht, dann ist er gründlich. Also der Franke ist ein Handwerker, ein Tüftler sein ganzes Leben wird bestimmt von der Arbeit. Und das ist so dieses fränkische Arbeitsethos, das ist was nicht tot zu kriegen. Sagen Sie mir mal Ihr Lieblingswort. Mondrätzeler. Das ist zum Beispiel ein wunderbares fränkisches Dialektwort. Ein Mondrätzeler, das ist eine Süßigkeit.